Freitag, 24. März 2017. Auftakt zur ersten Rucksacktour durch Kärner Betriebe. Unter dem gemeinsamen Motto Kärnten bekennt Farbe präsentierten sich drei Fachbetriebe aus dem Ortsteil Stetten. Jeweils 30 Minuten lang konnten sich die Besucher über das vielfältige Angebot ein eigenes Bild machen. Mal einfach mal positiv und sehen, wie das wird. Freut mich, dass alle, dass doch so viele gekommen sind. Also, wie es läuft, weiß ich auch nicht. Da muss der Bas dann ran. Aber ich freue mich, dass er auf die Idee gekommen ist, mal einen Blick in die Firmen reinzuwerfen oder hinter die Kulissen zu werfen. Und das ist das Grundziel. Kommt doch mal rein, schnuppert rein, lernt die Menschen kennen, lernt die Möglichkeiten kennen. Und wirklich mit dem Ziel, bevor irgendjemand fremd einkauft, außerhalb von Kärnten, soll er zumindest erstmal in Kärnten schauen. Erste Station war der Malerbetrieb Schlegel. Geschäftsführer Rainer Schlegel erläuterte eindrucksvoll das Zusammenspiel von Farben und deren Wirkung auf den Raum. Der Einsatz unterschiedlicher Materialien und besondere Maltechniken sorgten für so manches Aha-Erlebnis unter den Zuhörern. Ich fand es hochinteressant, erstaunlich, wie viele Leute gekommen sind. Viele aus Neugierde mit der Rucksacktour, ist das erste Mal, aber ich fand es wirklich klasse, ich war begeistert. Man sieht, die Leute fühlen sich wohl. Jedem Teilnehmer wurde anschließend ein Rucksack, gefüllt mit Informationsmaterial der drei teilnehmenden Betriebe, überreicht. Die nächste Etappe der Tour führte in die Hindenburgstraße zu Gardinenmüllmann. Geschäftsführerin Irmgard Müllmann begrüßte die Besucher und stellte anschließend ihr reichhaltiges Angebot vor. Internet und Co. machen es den kleinen Betrieben nicht leicht, Schritt zu halten. Mit einem eigenen Onlineshop stellt sich Irmgard Müllmann diesen Herausforderungen. Zudem kommen mit der Postfiliale vermehrt potenzielle Kunden ins Geschäft. Man kennt die Betriebe ja, Maler Schlegel auch und so weiter, hat auch schon geschafft bei mir, aber ich kenne Frau Müllmann auch, aber mir war nicht bewusst, was das alles beinhaltet. Ja. Die letzte Station der Rucksacktour lag nur wenige Schritte vom Gardinenmüllmann entfernt. Farben als Genussmittel? Das Weingut Heidle macht's möglich. Mit einem leckeren Weißwein als Begrüßungsgetränk wurden die Teilnehmer von Familie Heidle empfangen. Moritz Heidle führte durch den Betrieb und erläuterte routiniert die verschiedenen Produktionsstufen. Der Blick hinter die Kulissen des Betriebes verdeutlichte eindrucksvoll dessen Leistungsfähigkeit und die Leidenschaft für den Weinbau. Wir konnten uns gut präsentieren, denke ich mal, und konnten den Leuten ein bisschen was zeigen, was wir hier so treiben. Ein wirklich bunter Strauß von Erfahrungen. Vom Malermeister über die Gardinenfachfrau bis zum Hans Heidle und seinem Sohn Moritz. Das war wirklich perfekt. Ja. War sehr interessant, sehr informativ. Hat echt Spaß gemacht. Und das Ganze unter dieses Thema Kärnten bekennt Farbe zu stellen, fand ich jetzt sehr gut, kreativ, hat mir gut gefallen. Ich denke, dass jeder, der hier war, wieder was Neues kennengelernt hat. Und insofern schreit es förmlich nach Wiederholung. Ich würde gerne bei der nächsten Veranstaltung wieder mitmachen, damit ich auch andere Betriebe noch besser kennenlerne. Also ich war so positiv überrascht, dass so viele da waren, weil das war ja Premiere. Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt, dass so eine riesen tolle Stimmung da war. Aber es war so positiv, dass ich noch mehr Spaß habe und freue mich auf die nächsten Runden. Bunt und vielfältig war sie. Die erste Rucksacktour durch Kärner Betriebe. Und erfolgreich.